Das neue Jahr ist da. Herzlich willkommen zur 9. Rauhnacht. Wir haben den 1. Januar, Neujahrstag. Vor uns liegt die Nacht auf den 2. Januar ab dieser Mitternacht. Zugeordnet ist heute der Monat September. Das Tier, zugeordnet das Tier, ist das Eichhörnchen. Ja, ihr Lieben, jetzt ist es da. Nun beginnen wir wie dieses Rentier dann unseren langen Weg durch das Jahr. Das neue Jahr liegt vor uns. Begrüßen wir es. Öffnen wir uns innerlich für das, was da kommen mag. Ab heute drehen die Räder eindeutig und nur noch in eine andere Richtung auf das kommende Jahr hin. Ja, das war gestern noch anders, da waren wir am Gipfelpunkt. Jetzt gehen wir eindeutig in das neue Jahr herein, haben das Alte hinter uns gelassen und sind nun bereits im Gang auf dieses neue Jahr mit all seinen Geschehnissen. Zugeordnet sind weiterhin die Namen der heiligen Katharina und der Kaspar. Der Kaspar ist auf Persisch auch der Schatzmeister mit der zugeordneten Farbe Gold. Deswegen brenne ich heute goldenen Weihrauch. Byzantinischer Weihrauch Gold wird hier gebrannt. Und ihr könnt, wenn ihr das möchtet, eine kleine Kerzenmeditation am heutigen Tag machen, indem ihr euch eine Kerze aufstellt und dann in diese Flamme blickt. Aber warte mal, das habe ich in einem Buch, habe ich das schöner, dann lese ich euch das gerade vor. Eine Segnung für das neue Jahr. Entzünde ein Kerzenlicht für das neue Jahr. Halte einen Moment inne, werde still und verbinde dich mit dem goldenen Licht ihrer unsterblichen Natur, dieser Flamme. Bitte um den Segen für dein Leben und für das neue Jahr. Lade das Gold in dein Leben ein. Übrigens sind heute auch die Themen Gold und Segenslicht. Und stelle dir vor, wie goldenes Licht über dein Scheitelchakra in jede Zelle deines Körpers fließt. Und dann stellst du dir die kommenden 12 Monate vor. Und sendest deinen Segen eingehüllt in einen goldenen Segensstrom in jeden einzelnen dieser Monate des neuen Jahres. Und stell dir diesen Prozess, wie du diesen Segensstrom in die Monate schickst oder in die Zukunft, die jetzt vor dir liegt, genau vor, wie dieser Strom aus Gold vielleicht in diese Zeiten hereinfließt. Damit machst du eines, du segnest dein Jahr, was vor dir liegt. Du sendest deine goldene Gedankenkraft, deine Segenskraft in deine eigene Zukunft. Und wenn du das tust, achte genau mal darauf, wie jetzt deine Energie fließt. Wo fließt sie stärker? Wo fließt sie weniger stark? Wo kannst du genau fokussieren? Wo hängst du fest? Merk dir das, schreib es dir vielleicht auch nebenbei auf in dein, genau, Jahresbüchlein. Und schon haben wir ein neues Ritual, eine neue Spiegelung, mit der wir an unsere eigenen Qualitäten herankommen. Ja? Schreib dir das auf. Wie sind die unterschiedlichen Empfindungen? Wo kommst du stark mit so einem Goldstrom rein? Wo weniger? Wo sind Hemmnisse? Das sind die unterschiedlichen Qualitäten, die vor dir liegen. Genau. Und notier es dir dann eben, wie es mit den einzelnen Monaten ergangen ist. Du siehst, wir haben hier im Grunde nur ein weiteres Mittel, mit dem wir in die einzelnen Monate hereinspüren können. Wenn du das möchtest, kannst du weiterhin aber auch ganz wie gewohnt deine Kartensets, die Runensets benutzen. Eine Karte oder drei ziehen.
und da eben verschiedene Fragen für das neue Jahr stellen und die auch wieder aufnotieren. Ich möchte heute mit einer weiteren Besonderheit kommen, wo ich, du weißt, ich suche immer nach Wegen in dein Inneres. Ja? Heute gibt es eine weitere Besonderheit, ein weiteres Mittel. Ich hoffe, dein Licht ist schon wieder im Fenster und die Tierchen draußen. Habe ich Tierchen gesagt? Natürlich die Elfenwesen und kleinen Geistwesen und Kobolde kriegen auch wieder etwas zu essen von dir herausgestellt. Ja, ich möchte dir heute nochmal eine neue Art vorstellen. Und zwar kennst du vielleicht diese Familienaufstellung nach Hellinger. Ne? Schon mal von gehört? Ja, da werden auf eine Bühne werden Menschen gestellt mit dir, die im Grunde dann deine Familie, deine sozialen Beziehungen abbilden. Und dann werden die einzelnen Menschen auch nach ihren Gefühlen befragt und Konflikte, die du jetzt hast, werden dort auf der Bühne dann im Grunde ausgetragen und werden gezeigt. Ja? Auch diese Familienaufstellung, wieder nur ein, du ahnst es, ein Spiegelbild in einem holistischen Universum. Und das können wir uns zunutze machen, indem wir jetzt einfach dann ein Blatt Papier nehmen, wenn du heute Zeit findest, du Ruhe findest. Kannst du ein Blatt Papier nehmen, malst dich zum Beispiel mit einem Kreis darauf und dann kommen mit weiteren Kreisen, die du auf dem Blatt Papier positionieren darfst, kommen die übrigen Menschen mit hinzu. Ja? Also die nah sind, malst du nah. Du kannst ja auch mit einer Nase andeuten, Kreis mit einer Nase, zwei Augen, wo sie hinschauen zum Beispiel. Du kannst darunter schreiben, wenn du dann reinfühlst, wie die sich fühlen, wie die Beziehung ist. Du kannst weitere Skizzen, wenn du das möchtest, anbringen, wie Ketten, einzelne Kreise, Abtrennungen, Mauern. Aber mal erst einmal überhaupt auf dieses Blatt Papier erst einmal die Kreise mit den Namen, wer da wo wie postiert ist, wer ist weiter weg von dir, wer erscheint gar nicht mehr drauf, ne? Wer ist weiter weg von dir positioniert, wer ist ganz nah. Ja. Und danach beginnst du eben eine Blickrichtung festzulegen, Trennungen drauf zu malen. Ja, und du kannst diese Trennung auch benennen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Strich hast, wo ein Verstorbener ist, dann ist es eben diese jenseitige Grenze, die da zwischen euch liegt. Im Wohl aber werden die Energien noch ausgetauscht, zum Beispiel. Ja. Das heißt, du malst dir im Grunde deine eigene Familienaufstellung dann dahin. Ja. Okay. Und auch dazu gibt es nochmal eine Variante. Du kannst hingehen und kannst mit verschiedenen Figuren das Ganze auch auf einem Tisch platzieren. Ja. Ihr habt vielleicht schon einmal davon gehört, das gibt es für eine Partnerschaft, ganz tolle Sache. Da kannst du auf einem Teller mit Sand, hast du zwei Figuren und jeder der Partner stellt immer seine Figur, wie er möchte, hin. In die Nähe zum anderen, ihm zugewandt, halb zugewandt, an den Rand und wegblickend. Ja, und so etwas kannst du im Grunde auch als Familienaufstellung machen mit Figuren, die du dir suchen darfst. Und die dann versinnbildlichst, dir auch entscheidest, wer soll wer sein und wer steht wie zu mir. Hochinteressant. Und das kann man auch über mehrere Tage machen. Stellt man es in eine Ecke vom Zimmer und ja, wie die Collage gestern, also Neudeutsch Vision Board, wie die Collage gestern, macht man es jetzt eben dann mit figürlichen Darstellungen. Ja? Okay. Dann habt ihr da auch schon wieder eine Anregung als Reise in euer Inneres. Und ich mache mal weiter mit dem Tier. Das Tier war ja heute das Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen soll dir sagen, dass du deine Größe erkennst und deine Glaubenssätze auflöst. Zumindest hier nach diesem Tierbuch. Ne? Also, die Fragen, die dann für dich relevant sind: Welche Glaubenssätze hindern mich daran, meine Größe zu leben? Wer gibt mir das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Welche Emotionen hindern mich daran, weiterzumachen? Was mag ich an mir?
zeige ich es auch anderen. Und das Eichhörnchen soll dich daran erinnern, dass du deine wahre Größe leben kannst. Und dabei hilft es dir. Ne? Denk nur mal an den unglaublichen Fleiß des Eichhörnchens oder seine Ordnung, all die Dinge zusammenzutragen und zu horten. Da ist eine Menge Ordnung und Struktur drinnen. Und tatsächlich, hier passt es mal, sind das auch die Themen zum 1. Januar. Vor uns liegt ja das gesamte neue Jahr und die Themen sind Ordnung, Erneuerung, Geduld, Neuorientierung, das ist, haben wir schon gesagt im Grunde, und die Struktur. Es liegt ja eine neue Struktur vor uns, aber wir können es eben auch sehen, für uns die neue Struktur, die wir dem geben können. Ja, ich gebe euch noch mehr Fragen als Inspiration für eure Tagebücher. Was möchte ich im neuen Jahr ernten? Was möchte ich im neuen Jahr erreichen? Was sind meine Ziele? Was brauche ich, um gesund zu sein? Wie kann ich mich mit meiner inneren Mitte verbinden? Wage ich es, meinem Bauchgefühl zu trauen? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Ja, sehr schön. Passend für dieses, was brauche ich für das neue Jahr, damit es mir gut geht? Oder wie kann ich mich mit meiner inneren Mitte wieder verbinden? Ist die Katharina, es ist die reine oder aufrichtige, dann die Reinheit des Innenblickes zum Beispiel, rein innen wie außen, die aber auch dafür steht, dass man durch seinen Glauben, durch seine Visionen, durch seine Schöpferkraft sein Schicksal wenden kann. Zumindest, dass man die Geschehnisse, die nun eben vor uns liegen, in diesem neuen Jahr 2021, durch die Zuwendung seines Inneren verändern, transformieren kann. Dafür müssen wir nicht unbedingt eine Willensfreiheit haben, auch wenn das für viele von euch jetzt ein gültiges Konstrukt ist. Es genügt vollkommen eine Entscheidungsfreiheit, ja? Dass man durch die Summe seiner Entscheidungen auch auf einen Schicksalsweg gelangt, der, wie alles übrigens in der Natur, sich aus Chaos und Ordnung ergeben könnte und nicht im Detail festgeschrieben ist, sondern nur in der Gröbe. Aber da kommen wir zu viel ins Philosophieren herein. Können wir in den roten Videos noch machen. Die Katharina ist eben diejenige, die dafür steht, dass man mit seinem Glauben seinen Schicksalsweg beeinflussen kann. Da ist auch sehr schön korrespondierend die Rune Kernatz heute zugeordnet. Gell? Kernatz? Ja, Kenatz, Entschuldigung. Kenatz, nicht Kernatz. Und das ist die Fackel oder das Licht. Und im übertragenen Sinn dann auch das Wissen oder die Weisheit. Und da habt ihr auch, das korrespondiert sehr, sehr schön mit dem Kaspar, der ja die Farbe Gold hat oder für das Gold steht. Und Gold ist ja in der Alchemie ist es Gold, aber in der Mentalität unseres Bewusstseins ist es das Vollendete, das Vergoldete, das Vollendete Bewusstsein, ja. Sagen wir die höchste Stufe. Eine Seelentransformation wird da befärbt oder ausgedrückt in der dreidimensionalen Welt. Gut, es steht aber auch dafür, dass dann im Grunde das Licht, deswegen auch die Goldflamme, das Licht ist golden. Das Licht tritt in unsere Welt, das Licht wird Materie. Ja, also da hast du auch diesen Goldaspekt drinnen. Okay. Dann, ja, möchte ich euch zum Abschluss noch einen Segen vorlesen vom Steve wieder.
Erneuerung sei euch gepriesen, vom Schöpfer selbst, der steht euch bei. Die Gnade macht aus Zwergen Riesen, ist man im Glauben treu und frei. Ich war schon auf der anderen Seite und scheue nicht zurückzugehen, denn selbst des Erdballs große Weite hat niemals so viel Glück gesehen. Doch wenn wir einig Glück erlangen, bevor wir durch die Pforten gehen, dann hält uns keine Angst gefangen, wenn wir auf diese Seite sehen. Der Herr behüte und segne dich. Bis morgen.